Finden Sie es eigentlich in Ordnung, dass einige große multinationale Konzerne ihre Steuerlast durch fragwürdige Steuervermeidungspraktiken praktisch auf Null reduzieren? Kleine und mittlere Unternehmen allerdings und der Normalbürger seine Steuern bezahlt? Wir finden das nicht in Ordnung. Und deshalb, liebe Bürgerinnen und Bürger, haben wir Freie Demokraten, haben wir die Allianz der Liberalen und Demokraten hier im Europäischen Parlament einen Sonderausschuss vorgeschlagen, der die fragwürdigen Steuervermeidungspraktiken einiger Großkonzerne und einiger Mitgliedstaaten in der Europäischen Union kritisch unter die Lupe nimmt. Nachdem ich diesen Vorschlag am 11. November im vergangenen Jahr bereits für unsere Fraktion vorgebracht habe, ist nun mit leider dreimonatiger Verspätung dieser Sonderausschuss eingesetzt worden und ich bin einer der beiden Sonderberichterstatter des Europäischen Parlaments in dieser Frage. Der Sonderausschuss hat jetzt seine Arbeit aufgenommen und wir haben ein anspruchsvolles und ehrgeiziges Arbeitsprogramm ins Auge gefasst. Wir werden vor Ort in die Mitgliedstaaten fahren, wir werden Experten hier ins Europäische Parlament einladen und vor allen Dingen schon am kommenden Montag den Kommissar Moscovici in unserem Ausschuss hören. Was weiß die Kommission? Wo sind die Probleme? Was war illegal? Was war möglicherweise legal, aber hat trotzdem negative Auswirkungen auf den Wettbewerb zu Lasten zum Beispiel kleiner und mittlerer Unternehmen? Wir stellen diese Fragen, denn wir wollen einen fairen Steuerwettbewerb in Europa. Herzlichst Ihr, Michael Theurer.